Beim Fußball ist eine ganz häufige und typische Verletzung jedes Wochenende und jeden Mittwochabend das Umknicktrauma des Sprunggelenkes. Dabei knickt das Sprunggelenk in der Weise um, dass man nach außen wegknickt und der Fuß nach innen sich dreht. Die Symptome sind, dass man einen sofortigen Schmerz empfindet, dass es zu einer raschen Schwellung kommt und dass man manchmal gar nicht auf das Sprunggelenk drauftreten kann, auf den Fuß. Wenn jemand Pech gehabt hat, dann wird er nach dem Pechschema behandelt. Das heißt, er muss eine Pause machen. Er kriegt Eis, er kriegt C eine Kompression und H eine Hochlagerung. Bei der einfachen Zerrung pausiert man für 1 bis 2 Wochen, bis die Schmerzen und die Schwellung zurückgegangen sind. Ist ein Band gerissen, sollte man 6 Wochen pausieren und eine Schiene tragen, dass man nicht mehr umknicken kann.